Jetzt geht's los. Ja, aber es werden wir schon was holen, ne? So, jetzt Tommy. Den größten Ficker trifft man diesseits der Theke. Unter der Woche gibt man hier nichts. Da bin ich so kaputt und müde von der Maloche, dass ich einfach keine Lust mehr hab. Der Kerl unterbrach sich und nahm einen Schluck Bier. Er war aber 50, ausgemergelt mit schütterem blonden Haar. Vernapptes, aufgebrauchtes Gesicht, Holzfällerhemd, Jeanshose und Slipper. Aber am Samstag, ich darf in die Post ab. Sobald ich die Augen aufmache, nicht einmal oder so, sondern 4 bis 5 Mal hintereinander. Nicht? Seine Rolle, einer Mit-40erin, gepflegt, überzogen, geschminkt, bebrillt mit Blümchenkleid und hochhackigen Schuhen, nippte an ihrem Sekt und nickte. Sein Kumpan, Peter, ein stets besoffener Zeitgenosse, mit Porsche-Brille, goldcatchen Lederjacke, Bierbauch und einem Schnäuzer, der das aufgedunsene Gesicht verstecken soll, grunzte. Das kenn ich. Ab und zu machen wir es gut in der Woche, wenn mich meine Schrapnelle ranlässt. Aber am Wochenende lebe ich mir die richtig vor. Dann hab ich's im Karton. Ja, genau, dann hab ich's im Karton. Aber jetzt höre ich. Ich belauschte ihre Unterhaltung und dachte, eigentlich sollte das irgendwie mit Liebe zu tun haben. Aber viele Männer denken anscheinend, die Fickerei sei ein technisches Problem. Irgendwie hat das Schwanz aufrechtstehen auch etwas mit Mechanik zu tun. Aber deshalb sollte man das nicht mit einem Kran verwechseln. Als ich noch jung war, habe ich meiner Frau 3 oder 4 Mal besorgt. Am Dach. An ihrer Pussy hätte es dann eine Zigarette anmachen können. So war die danach am Glühen. Meinte der mit der Porsche-Brille. Ach, früher war alles anders. Ja, gut, die Jungen schnürchen und haben zwar mehr Druck drauf. Aber dafür erkennen die Tricks eben nicht. Die wissen doch gar nicht mehr, wie man eine Frau richtig nehmen muss. Eben, eben, brüllte Peter. Die Frau lachte. Die Jugend von heute ist doch nur zugedröhnt, gab der Ausgemergelte von sich. Die zappeln die ganze Nacht in irgendwelchen Diskos rum und haben sich den Kopf mit Drogen voll. Die können doch nicht mehr normal sein. Mit den Vögeln kann man dann auch nicht mehr. Da ist doch klar, warum die sich alle so früh scheiden lassen. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, fing Peter an zu singen. Ich zahlte. Jetzt kann ich wieder loslegen. Ja, wenn ich mir das so überlege, habe ich letzten Jahre gut hinter mich gebracht, ohne viel Arbeit. Naja, waren da manchmal harte Zeiten doch mal. Vor allem, als ich als Schmuddelbank unterwegs war und überall geschnurrt habe. Teilweise habe ich auch gar keine Kohle gekriegt vom Arbeitsamt, wenn die mal wieder mich gesperrt haben. Da hatte ich dann echt keinen Pfennig. Ne? Da war ich pleite, da war ich blank, dann dann war ich losgezogen, 12, habe eine Stunde geschnurrt, das sind so 20, 30 Mark und davon einen Kasten Bier gekauft. Damals kostete Bärenpilz, war das Bärenpilz. Ich habe es in Berlin, kostet der Kasten 7 Mark. Ja, 20 Mark reichten dafür, für einen Kasten, dann für Packen Tabak und halt über Dosen, irgendwelche Fraß oder Kebab oder was weiß ich. Ne? Weil ich halt noch mehr Kohle brauchte, dann bin ich abends nochmal um 5 oder so losgegangen. Hab dann nochmal eine Stunde geschnurrt. 20, 30 Tacken nochmal. So, irgendwie für ein Konzert oder so. Dann ging ganz gut soweit, ne? Also muss ich schon sagen. Das war schon nicht schlecht. Mal sehen, wie das noch so wird. Auf jeden Fall, mein Motto ist immer wenig Arbeit, viel Bier. Und sich irgendwie durchschlängeln, irgendwie mal gucken, irgendwie sich neue Wege suchen. Es läuft immer wieder weiter, es kommt immer wieder Neues. Ne? Da muss man sich irgendwie keine Sorgen machen.
Grunde der einzige wahre Störfaktor sind eigentlich die Mitmenschen, die einfach manchmal zu blöd sind und einfach nichts auf die Reihe kriegen und irgendwie wie so Halbaffen durch die Gegend ziehen. Die werfen dir Stöckchen zwischen die Beine und du musst immer wieder gucken, dass du wieder klarkommst und wieder aufrachst und wieder weitermachst. Ne? Ja, Bukowski, habe ich da auch was zu sagen. Bukowski. Die erste Kurzgeschichte, die ich von Bukowski gelesen habe, war Kid Stardust im Schlachthof. Und dann, davon war ich dermaßen begeistert, dass ich halt Bukowski nur verschlungen habe. Und das ist jedes Buch da besorgt habe und runtergelesen. Der hat mich natürlich sehr stark inspiriert, auf jeden Fall. Vor allem, was für mich damals entscheidend war, dass ich kannte es eigentlich, diese Direktheit vom Punk. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, das kann man auch in Storys schreiben. Daraus kann man Geschichten schreiben. Man muss halt nicht irgendwo ein intellektuelles Geschwätz niederschreiben. Man kann auch irgendwie anders machen. Man kann das irgendwie auch anders rüberbringen. Das war schon ein ganz entscheidender Einschnitt in meinem Leben. Meinem literarischen Werdegang sozusagen. Ja. Nehmen Sie es an? Alles klar. Der Champ ist tot. Scheiße, ich schlage die Zeitung auf und was lese ich? Champion Jack Dupree ist tot. 82-jährig und an Krebs. Und scheiße, vor kurzem habe ich noch eine Kurzgeschichte geschrieben, in der was über ihn drin war. Und nochmals scheiße. Ich habe den Kerl niemals live spielen gesehen. Das Einzige, was zurückbleibt, sind seine Songs auf rundem, totem Vinyl, das sich nur dann dreht, wenn man ihn entsprechend Saft in den Hintern bläst und Erinnerungen an Down-and-Out-Phasen und Cola-Unrechte mit viel Blues. Wenn ich mir die verschissenen, verlogenen, neumodischen Pseudomusiker anschaue, habe ich Angst bei dem Gedanken, der mich noch in Zukunft über die Runden bringt. Zu dem Blues bin ich auch über durch Zufall gekommen. Ein sehr guter Freund von mir war ein absoluter Blues- und Boogie-Fan und er hat mir eine Platte von Big Silver geschenkt, die ich mir zu Hause angehört habe und war total begeistert gewesen. Und als ich ihn zum ersten Mal spielen gesehen habe, war ich vollkommen aus dem Haus. Das war so Mitte der 80er Jahre, ich hatte damals fast nur ausschließlich Punk. Und da kam eine ganz neue Sache irgendwo auf mich zu. Das war ein ganz neues Ding, was mir irgendwo auch gewissermaßen unbekannt war. Ne? Das war halt so ein Wesen, das ich von mir noch nicht kannte. Und seitdem höre ich halt wechselweise Punk und Blues. Was ist göttlicher? Teil 2. Was ist göttlicher, als am Ostersonntag morgens um 7 Uhr am menschenleeren Strand von Ostende spazieren zu gehen? Anschließend frische Brötchen besorgen, mit deinem Baby auf dem Balkon frühstücken, dem Rauschen des Meeres zuhören und darüber sinnieren, wie schön das Leben sein kann. Was ist göttlicher als ein morgendlicher Schiss und dabei darüber nachzudenken, wo man die Tage mal hinfährt, nach Brugge oder Gent, nach England oder in einem Pub die Palette englischen Bieres ausprobieren, a pint of Lager oder 2, 3, 4 oder nach Frankreich. Was ist göttlicher als eng umschlungen mit deinem Baby die Strandpromenade entlang zu schlendern, den Fischern zusehen, wie sie Krabben fangen, den Leuten, wie sie ihr Leben genießen, den Fährschiffen eine gute Reise wünschen, ein Eis essen, am Hafen frischen Fisch und einem Tante-Emma-Laden belgische Pralinen kaufen? Was ist göttlicher als mit einem guten Kumpel ein paar Pinches in einer Taverne zu nehmen und sich keine Sorgen machen zu müssen? Was ist göttlicher, als gemütlich zu Hause Scampis, Muscheln, Krammsalat, Kabeljaufilet zu essen, einen Rotwein dabei trinken, aufs Meer hinaussehen und der Sonne zusehen, wie sie langsam
darin versinkt. Was ist göttlicher als ein abendlicher Fick, kurz bevor man einschläft, noch ein gutes Buch zu lesen und sich auf den nächsten Tag freuen und wissen, da draußen ist das Leben. Kohl, ich sag dir nur eins, deine Gesetze machen genauso wenig Sinn wie Saumagen fressen oder Urlaub am Wolfgangsee. Und deine Minister sind so unerträglich wie Bienen im Biergarten. Du glaubst vielleicht, von uns Solidarität verlangen zu müssen, dass Sozialhilfe sowas Ähnliches ist wie Impotenz von Hämorrhoiden und Arbeitslosenhilfe so unnütz wie eine leere Toilettenpapierrolle. Uns in den Griff kriegst mit Slogans wie Leistung muss sich wieder lohnen, sonst bist du nur noch Bohnen. Naja, einige wählen dich ja immer noch. Aber schließlich hast du einen großen Vorteil. Kräftig in der Weltgeschichte rumfurzen und das als Softeis mit After 45 Geschmack verkaufen zu können. Aber mich leimst du nicht. Mir ist es egal, wenn ich mit 65 nur die Grundrente bekomme. Bis dahin habe ich mein Leben gelebt und muss mich nicht grämen, 50 Jahre gearbeitet zu haben und mit einer Uhr und einer Urkunde abgespeist oder in ein Altersheim abgeschoben zu werden.